Existenzminimum hilft, schlank zu werden. Sicherlich erinnern Sie sich an meinen Beitrag über das Gebiet Saratow, wo die dortige Ministerin für Arbeit und Soziales die Ansicht vertrat, dass man gut mit einer Summe von 3.500 Rubeln für den Einkauf von Lebensmitteln im Monat auskommen könne. Man müsse nur die Sonderangebote der Supermärkte genau kennen und sich gesundheitsbewusst ernähren. Wenige Stunden später war sie als Ministerin entlassen. Meine anfängliche Vermutung, dass sie nun mit der ihr zustehenden Arbeitslosenunterstützung von 4.900 Rubeln auskommen müsse, erwies sich als falsch, da sie selber über ein horrendes Einkommen als Ministerin verfügte und sicherlich ein paar Rubel für Notzeiten zurückgelegt hatte. Nun hat ein Abgeordneter der dortigen Gebietsduma über seine ersten Erfahrungen informiert, wie man mit 3.500 Rubeln im Monat leben kann. Denn er hatte sich zur Aufgabe gestellt, zu prüfen, ob die Behauptungen der entlassenen Ministerin vielleicht doch richtig waren. Bereits nach einer Woche konnte er erfreut melden, dass er 2 Kilo abgenommen habe. Und er kommentierte, dass er schon bessere Zeiten im Leben gehabt habe als die letzten 7 Tage. Schon nach 5 Tagen war das von ihm gekaufte billige Gemüse und die traditionell in Russland billigen Hühner aufgebraucht und ihm standen nur noch Graupen für die letzten 2 Tage der Woche zur Verfügung. Das Problem für ihn war, dass die realen Preise in den Supermärkten wesentlich höher waren, als die staatliche Statistik informiert. Und so musste er die letzten 2 Tage der Woche einfach nur hungern. Ein schreckliches Erlebnis. Der Hunger war ständig präsent, da er, um einfach mit der wöchentlichen Summe auszukommen, die Essensportionen rationieren musste. Dazu kam ein psychologischer Faktor, denn in seinem Einkaufskorb fehlten natürlich die Lebensmittel, die er sonst immer einkaufte. Wurst, Käse, Früchte und sogenanntes Grünfutter. Insgesamt, so der Abgeordnete der Kommunisten, fühle er sich nicht kurz vor dem Zusammenbruch. Sein jetziges Leben ist einfach unangenehm. In einer Woche habe er 2 Kilogramm abgenommen. Über viele Jahre habe er ein sehr stabiles Gewicht gehabt und somit sind diese 2 Kilo ein außergewöhnliches Ergebnis. Er könne sich nur schwer vorstellen, wie ein Mensch, der sich so ernähre, wirklich vollständig arbeitsfähig sein sollte, egal welche Arbeit er verrichte.